So, jetzt aber erstmal den Sektor einnehmen. Das ist das Wichtigste gerade. So, und hier den Ausbau mal in Auftrag geben. Ihr Gebäude wurde ausgebaut. So, Sieg unter Verlusten, aber Sieg. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Nehmen wir Ludovic das Ding weg. Dann bereiten wir alles vor, unseren besten General zu kriegen. Ihr habt euer Reich erfolgreich ausgebaut. Nee, halt. Hier hin. Weil hier ist genug Platz für noch mehr Weizenfarmen. Sieht mein Holz aus? Könnte auch etwas besser sein. Ach ja, das in den Vordergrund. Jetzt die besseren Befestigungen. Teil der Ressourcen für den Ausbau der Kirche ist schon da. Also ja, ich will erst den General haben. Das heißt 421 erst einmal. Und ja, gehen wir mal die Quests durch. Der Riese ist über die Jahre etwas größenwahnsinnig geworden und glaubt, dass ihn niemand aufhalten könne. Zeig ihm, wer der bessere Kämpfer ist. Wenn ihr ihn besiegt, überlässt er euch sein Mittagessen. 30 Würste. Der Riese möchte sich einen neuen Wams anfertigen, die viel für jede Menge Wolle. Sendet ihm Kaufleute mit euren Waren, um einen Siegpunkt zu erringen. Ja, das sollte einfacher gehen. Der Riese braucht Hilfe bei der Aufzucht seiner Alraunen. Sendet ihm eure Geistlichen als Gärtner, dann wird euch mit einem Erdbeben im Gebiet eures erfolgreichsten Gegners belohnen. Ihr werdet von feindlichen Truppen angegriffen.
Welcher Zweck? Ihr habt oh ja, von hier aus haben wir aber Zugriff auf den Sektor. Eine neue Technologie wurde von euren Geistlichen ergründet. Gute Nacht. Ihr habt einen Siegpunkt erhalten. Ja, ich habe Generalismus erhalten, dadurch, dass ich die meisten Gegner besiegt habe. Also Spielergegner. Okay. Und unsere Kirche ist ausgebaut. Gut, wir brauchen 431. Sollte machbar sein. 431. Und unsere Fleischaufgebot sagt, wir können uns noch so einen leisten. Da sollten wir anfangen, die Lagerhäuser in den Sektoren abzugraden. Diese Kohle wird Mangelware. Das ist jetzt nicht so gut. Wir haben auch gerade keine Kohle mehr. Gewehr. Befestigung ausgebaut. Eine Möglichkeit, wir müssen uns noch mit dem Köhler versorgen. So, 4, 3, 1. Deine zählt jedoch nicht, weil er in meinem Ding ist. So. Das heißt, wir holen uns jetzt den besten General. Gebäudeausbau fertiggestellt. Thank you.
Tja, wer verbraucht gerade Eisen außer dir? Euer Gebäude wurde ausgebaut. Ja, das Hauptproblem ist halt gerade wirklich der Kohlemangel. Wie sieht's mit Verpflegung gerade so aus? Die zwei brauchen Wurst und du wirst dann auch Wurst nehmen, ja. Gut. Ihr habt erfolgreich ein Gebäude ausgebaut. Ein weiterer Siegpunkt im Kampf gegen das Böse. Ja gut, die Geistlichen sind bereits unterwegs. Das heißt, eigentlich zählt wirklich das, wie ich es losgeschickt habe. Euer Gebäude wurde ausgebaut. Okay, gucken wir mal noch hier. Einst ein Ritter in schimmernder Rüstung zerbrach der gefallene Ritter an den Schrecken des Krieges. Sendet eure Geistlichen, um ihm Beistand zu gewähren, auf dass er seinen erfahrensten General in eure Dienste stellt. Mhm. Der gefallene Ritter möchte seine Sammlung erlesener Rüstung und Waffen erweitern. Liefert Waffen an die Raubritterburg und ein Siegpunkt ist euch sicher. Der gefallene Ritter ist für einen Kampf immer zu haben. Wenn ihr ihn in einer ehrenvollen Schlacht besiegt, zeigt er sich von dessen Seite und zeigt euch seinen Respekt, indem er euren erfolgreichsten Gegner angreift. Ja. Und du hier? Erwecke den Drachen. Viele tragfreie Recken haben den Drachen im Kampf gestellt, doch alle sind kläglich gescheitert. Bezwingt diese reißende Bestie und sie wird zum Zeichen der Unterwerfung das Gebiet eures erfolgreichsten Gegners mit einem Erdbeben heimsuchen. Ja. Wie jeder in seiner Sippe hat der Drache eine Schwäche für Goldjuwelen und alles Glitzernde. Schickt ein paar Juwelen in den Drachenhort und er wird sein fleischhaltiges Mahl mit euch teilen. Seit Jahrhunderten schon plagt den Drachen ein juckender Rücken und macht ihn rasend. Schickt ihm einige Geistliche zum Rückenkratzen und er wird es euch mit einem Siegpunkt entgelten. Ja, den Siegpunkt, den sollten wir uns auch holen. Quest erfüllt. Da kommt unser General. Albert der Alleskönner. So, 521 bräuchten wir als nächstes. 521. Einer eurer Befestigungen wurde erfolgreich ausgebaut. Euer Gebäude wurde ausgebaut. So, Fleisch als Verpflegung. Ja, jetzt läuft alles richtig gut. Also jetzt kann ich gerade nicht meckern.
außer der Kohlemangel.